Liebe Zuschauer, die Rasakehre haben wir beim letzten Mal abgeschlossen, aber auf uns wartet ja noch das Ende der Kopfkarriere. Da haben wir nämlich noch einiges zu tun. Wir müssen nämlich noch 3 3-Sterne-Events auf Gold schaffen und ich hatte schon gesagt, wir machen hier den einen Schnelleinsatz, schuldig verurteilt. Wir machen das Interceptor-Ding hier über dem Gesetz und wir machen Hot Pursuit bis zum bitteren Ende. Und bis zum bitteren Ende würde ich sagen, machen wir als letztes, weil das so schön klingt. Und dann versuchen wir jetzt erstmal über dem Gesetz zu machen. Das wird auf jeden Fall spaßig, kann unter Umständen, wenn ich da ein bisschen fehle und mehrere Versuche bei allem brauche, auch mehrere Parts dauern, aber wir schauen mal. Also hier haben wir nicht sowas wie die große Tour, so ein extra Abschluss-Event, sondern hier müssen wir einfach irgendwelche 3-Sterne-Events, die auch vorher schon da waren, machen. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass es bei den Cops nicht ein extra Event gibt, so fürs Ende. Aber mal schauen, 3 3-Sterne-Events sind auch so schon Herausforderung genug wahrscheinlich. Fangen wir an mit Interceptor. 2 Minuten Zeit habe ich. Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Ach, guck mal, da bin ich schon mal direkt einem Zaun begegnet, den ich nicht umkrieg. Hatte ich jetzt nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Okay, das ist nicht der, den ich brauche. Ich brauche den weiter vorne. Deswegen fahre ich mal an dem vorbei. Okay, das war gut. Das war ein guter Treffer. Das war ein guter Treffer. Wow, da bin ich fast aus der Karte rausgeflogen. Das hatten wir schon mal da an der Stelle. Der wendet. Moment. Und da kommt noch ein anderer Raser und rast mir in die Seite. Der hat sich umgedreht. Der kleine, raffinierte Fuchs, der. Ganz schön raffiniert, der Junge. Hör mal, wie fährt der denn? Kann der sich mal entscheiden jetzt? Was genau macht der da? Versucht er irgendwie dem Helikopter auszuweichen oder so? Den habe ich übrigens nicht bestellt, den Helikopter. Aber sage ich nicht nein, wenn der mir hilft. Und ich bin natürlich der Einzige, der in die Straßensperre kracht. Warum auch anders sein? Das ist immer so. Im Endeffekt, das ist nur gegen dich, wenn die sowas einsetzen. So, jetzt wird's knapp mit der Zeit. Ich glaube nicht, dass wir das beim ersten Versuch schaffen. Obwohl das ja ziemlich gut geklappt hat bis hierhin. Aber meine Kopfkollegen sind mir mal wieder wunderbar im Weg. So, noch 10 Sekunden gleich. Okay, nein. Erster Versuch wird nichts. Aber es hat auf jeden Fall schon gut geklappt. Ich bin zuversichtlich, dass wir das mit 1, 2, 3 Versuchen, also mit einem Versuch nicht, aber mit 2, 3 Versuchen hinkriegen. Ich will es trotzdem noch eben beenden. Auch wenn das zeitlich nicht mehr zählt. Zumindest irgendwie das noch abschließen, aber es hat sich gerade auch... Ja, nee, wenn der jetzt nicht... Bleib mal stehen, Junge. Ich fahre 350. Mehr kann das Auto auch nicht. Ja gut, dann machen wir es jetzt schon neu. Bevor ich jetzt zu lange dran sitze, wieder machen wir es direkt. Ich muss sagen, größtenteils waren wieder meine Kopfkollegen schuld gerade, dass es nicht geklappt hat. Ganz ehrlich, ich hätte die lieber gar nicht auf der Straße. Dann würde ich besser, könnte ich besser klarkommen, als wenn die da sind. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil eigentlich sollen die dir helfen. Im Endeffekt hast du es schwerer, weil die dabei sind. Ist eigentlich nichts in der Sache. Moment, zurück. Erstmal annehmen hier. Okay, da kommt er wieder. Diesmal ein Veneno und Giftgrüner. Wusch, ein Mega-Jump. Aventador gegen Veneno. Also mit so einem, wenn du mit 300 Sachen bremsen musst, das dauert erstmal. Das ist schlimm. Weil der dreht um innerhalb von einer Millisekunde, hast du das Gefühl. Und ich brauche erstmal so und so lange, bis ich überhaupt zum Stehen komme, ey. Das Problem ist halt immer bei der ESF und Schockrammen-Kombo. Wow! Dass der sowas von nach vorne katapultiert wird.
Na komm schon. Sieh! Jawohl! Habt ihr das gesehen? Schön habe ich es gemacht. 1:31. 2 Minuten waren erlaubt. Damit haben wir das erste Event. So, jetzt einmal auf die Karte. Wir haben, genau, das hatten wir gemacht. Das wollte ich als letztes machen. Dann machen wir jetzt, wie geplant, da unten das. Schnelleinsatz, schuldig verurteilt. Müssen wir allerdings erst hinfahren. Ist 4 Kilometer entfernt. Das sieht ja schlimm aus, das Auto. Erstmal reparieren hier. Das geht ja gar nicht so. So ist schon besser. Moment, da war was. Da sollte ich raus. Na warte, wir machen es uns noch einfacher. Ist noch ein Kommandoposten hier, oder nicht? Oder muss ich da jetzt ernsthaft reinfahren? Wir machen es uns noch einfacher. Wir gehen einfach in den Kommandoposten und springen dahin. Da sind wir schneller. Das muss ja nicht in einer Session gemacht werden. Ja, ja, ist gut. So, Karte. Ich würde gern dahin. Nämlich, genau. Okay. Mal schauen. Wenn wir das auch schaffen, dann müssen wir nur noch das Hot Pursuit-Ding schaffen. Das wird, glaube ich, das Schwierigste. Und dann ist Ende. Bis zum bitteren Ende, wie gesagt. Okay, annehmen. Rasenziel und vermeide Kollision. 2:04. Na toll, soviel zum Thema vermeide Kollision. Direkt mal die erste gegönnt. Na, mal schauen, was sich machen lässt. Was hätte ich jetzt auch wieder gemeint, dass das Spiel mit der Raser hier auf die Strecke pflanzt. So nach dem Motto, hey, versuch's doch mal. Aber nö, ich bin gerade auf Mission. Und deswegen lasse ich mich da jetzt gar nicht ablenken. 1 Sekunde Zeitstrafe, okay. Komme ich noch mit klar. Und 1,5 Sekunden Zeitstrafe. Und nochmal. 2 Sekunden Zeitstrafe. Oh Gott, Leute. Wenn das so weitergeht, wird das aber nichts. So ein bisschen darf man sich gönnen, aber wenn es zu viel ist, dann Ende. Ach Leute, geht mir doch alle aus dem Weg. Man ist halt inzwischen so schnell unterwegs und bei den engen Kurven und so kann man Kollisionen nicht immer vermeiden. Und dann holt man sich auch schon mal 3 Sekunden Zeitstrafe. Also ich glaube, das braucht mehrere Versuche. Aber macht ja nichts. Hatte ich ja vorher gesagt. Und wenn es doch klappt, wäre der Hammer. Aber ich habe jetzt, glaube ich, schon über 10 Sekunden mehr angesammelt an extra Zeit. Also nicht extra Zeit, die ich habe, sondern extra Zeit, die oben drauf kommt. Aber vielleicht lässt es sich ja trotzdem noch machen, weil ich so grandios fahre. Nitro mitnehmen. Immer gut. Was? Da war's schon, das Ziel. Aber leider trotzdem nur Silber. Ich weiß gar nicht, wie schnell hätte ich sein müssen für Gold. Egal, wir starten es neu und gucken. Ja, es wird schwer, vor allem halt, wenn man sich Kollisionen gönnt. Also man hat am Anfang ja, wenn beim ersten Crash 0,5, dann 1, dann 1,5, dann 2, dann 2,5, dann 3. Und dann hast du schon so viel angesammelt. Das ist also wirklich, die Kollisionen killen einen halt, ne? Weil die die Zeit ordentlich oben drauf schlagen. Und 10 Sekunden können da viel ausmachen. Ich habe jetzt 2,7 gebraucht mit ungefähr 10 Sekunden Aufschlag. Und ich darf brauchen, wie lange? 2,4, ja, 3 Sekunden. Also ich hätte es locker geschafft, wenn ich mir nicht so viel Verkehr und Wände gegönnt hätte. Also da sieht man, wie wichtig das ist. Muss ich noch mehr drauf achten. Vom Fahren her hat es locker gereicht.
Und 1-2 Crash sind ja okay, weil die bringen ja nur 0,5 und 1,5 Sekunden. Aber ja, jetzt, dann schlage ich auch lieber mal enger in die Kurve mit der Handbremse, als dann zu crashen. Da verliere ich zwar auch ein bisschen Zeit, aber es ist immer noch besser, als wenn ich diesen Stapel hochmache. Weil beim ersten Mal verliere ich zwar nur 0,5, aber wenn ich mir dann den zweiten gönne, bin ich schon mal einer Sekunde, dann mal 1,5 und dann bist du ganz schnell bei 3. Deswegen lieber mal noch stärker einschlagen, dann verlierst du auch vielleicht ein bisschen mehr als 0,5. Das bringt mir aber auf lange Zeit gesehen im Rennen dann mehr. Ja, das kostet natürlich noch mehr Zeit, wenn du dir erstmal in Ruhe die Crashcam angucken darfst. Das ist ganz schlimm. Na, wir schauen mal. Ich habe auch kein Problem damit, das noch zwei, dreimal zu machen. Es macht ja Spaß. Nitro mitnehmen. Aber bis jetzt bin ich, glaube ich, crash technisch gut dabei. Ich glaube, bis jetzt läuft es ganz gut. Mal schauen, vielleicht klappt es diesmal. Nein, komm schon! Zieh! Woo! Und da haben wir Gold geholt. 2 Sekunden waren noch Zeit. Oh, und damit haben wir 2 Gold-Events. Und jetzt wisst ihr, was noch kommt. Nämlich, ich zeig's auf der Karte. Mal gucken, wie weit es weg ist, je nach dem Fahrchen. Sonst müssen wir hinspringen. Ah, nee, ist weit weg. Also, dann fahre ich einfach zum nächsten Kommandoposten. Der ist nämlich ganz in der Nähe. Und dann springen wir dahin. Und dann fahren wir das letzte 3-Sterne-Event. Ein Hot Pursuit. Das wird, glaube ich, das Schwierigste. Ja, und dann heißt es nochmal alles geben. Und dann haben wir es geschafft. Auch bei den Cops. Okay. 2. Rennen geschafft. 1 steht noch an. Habe ich noch irgendwas, was ich ausbauen kann? Ich glaube, das ist alles schon auf Maximum. Ja, Stufe 4. Schockraum auch Stufe 4. Okay, hier gibt's nichts mehr. Dann würde ich sagen, machen wir das mit dem Wagen. Gehen auf die Karte. Und suchen uns, da, bis zum bitteren Ende. Hot Pursuit. Go for it. Das habe ich mir jetzt als letztes Rennen für mich selber ausgesucht. Das ist nicht das offizielle letzte Rennen, aber ich dachte mir, wenn es bis zum bitteren Ende heißt, dann ist das doch eigentlich ganz gut geeignet. Für das letzte dicke Rennen. Und Hot Pursuit ist ziemlich herausfordernd manchmal. Manchmal klappt's gut, manchmal aber auch nicht. Wenn die wirklich schlimm fahren, dann, wird sich zeigen. Auch hier, 2, 3 Versuche sind ja kein Problem. Okay, go for it! 5 Raser soll ich verhaften. Das wird eine Nummer. Lauter schnelle Schlitten. Und ich bin ganz alleine. Aber nicht mehr lange, gleich kommen meine Kollegen und spielen mit. Guck mal, da stirbt schon wieder einer. So, Hauptsache erstmal alle irgendwie runterhämmern. Das ist erstmal die Hauptsache. Alle irgendwie anschädigen schon mal. Wow, der ist geflogen, aber es macht dem, glaube ich, leider keinen Schaden, sondern nur, wenn ich die treffe. Oh, den haben wir schon verhaftet. Na wunderbar. Und jetzt zündet ein Turbo, der kleine Bastard. Denkt auch, er kann das. Oh, shit. Oh, wie die immer fliegen, die Autos. Na gut, aber wir haben auf jeden Fall schon einen. Und haben auch schon einige andere runtergehämmert. Teilweise. Damit müssten wir den nächsten haben, oder? Ja, den zweiten. Da vorne ist der dritte. Da ist der dritte. Hohoho.
Hier geht's ab, Leute. Ich mach das. Also der fährt da noch ein bisschen Offroad, dann kümmere ich mich erstmal um den, der ganz vorne ist. Weil der meint einfach ganz vorne zu sein. Das ist nicht. Mann, das war gemein. Weißt du, er kracht den genauso, dass der natürlich auf mich klatscht, wie so ein sonst was. So, viel hat der nicht mehr. Und bam! Damit haben wir 4 von 5. Wo ist der letzte? 3 Kilometer habe ich für den noch. Wäre schön, wenn ich mir nochmal in der Werkstatt ein bisschen was auffrischen könnte. Aber erstmal muss der natürlich kommen. Der ist hinter mir irgendwo, glaube ich. Der ist hinter mir. Da soll man seinen Arsch bewegen. Herr Jung! Komm! Der fährt da immer noch Offroad rum wahrscheinlich, so wie ich den einschätze. Och komm schon, Jung. Oder ist er doch vor mir? Ich glaube aber nicht. Eigentlich könnte er... Nee, da kommt er. Jetzt habe ich nicht noch verlieren. Ich habe jetzt noch 2,6 Kilometer, um den zu kriegen. Ja, jetzt überhol auch. Das wird jetzt schwierig, den noch zu kriegen. Komm schon, gib mir mal... Genau. Jawoll! Jawoll! Mann, das war heiß. Das war eine geile Hot Pursuit. Und die habe ich geschafft. Und zwar beim ersten Versuch. Und damit sind wir, glaube ich, auch hier bei den Cops fertig. Wir fahren noch einmal zum Kommandoposten. Mal schauen. Jetzt bin ich gespannt. Hat aber gut geklappt. Hat sehr viel Spaß gemacht und hat super geklappt. Sehr geil auf jeden Fall. Hat Bock gemacht, Leute. Hat Bock gemacht. Na komm. Zeig mir, was du hast. Erstmal kriegen wir einen neuen Wagen, nämlich den Königseck, den wir auch schon gefahren sind. Ein sehr geiler Schlitten auf jeden Fall. Einer der schönsten Wagen da draußen, finde ich. Stunde 0, Kapitel 9. Wir konnten Zephyrs Funksignal entschlüsseln. Wir werden jetzt reingeschaltet. Ich rufe alle Racer auf, sich zu verbünden und unseren Lebensstil gegen den Feind zu verteidigen. Sein Signal war nur wenige Meilen von deiner Position entfernt. Danach war er verschwunden. Du bist der Einzige, der versuchen kann, rechtzeitig da zu sein. Dein Job ist einfach. Bring Zephyr zur Strecke. Und zwar jetzt. Zephyr hat unsere Macht in Frage gestellt. Jetzt folgt die Antwort. Heute sieht er, was passiert, wenn man die Bestie weckt. Ich bin bereit für die letzte Prüfung. Ah, okay. Also, bei den Cops ist doch noch nicht Ende. Ich hatte jetzt wirklich vermutet, dass da jetzt Schluss ist. Aber nein, hier geht es mit Kapitel 9 tatsächlich noch weiter. Wir müssen nämlich noch Zephyr besiegen. Aber so gibt's auch hier, anders als von mir vermutet, ein richtiges Endrennen, nämlich Stunde 0. Und dann schalten wir den Hennessy Venom GT frei. Das werden wir machen mit dem Königseck Agera. Aber nicht jetzt, dann doch beim nächsten Mal. Und das ist dann doch noch nicht der letzte Part. Bis zum nächsten Mal und dann ist es wahrscheinlich wirklich der letzte Part. Euch einen schönen Tag und alles Gute, euer Walle. Bye, bye.